Herzlich willkommen hier auf der Technology Stage der SPS Connect 2020 und wir würden uns auch weiterhin sehr freuen, wenn Sie auch gerade zum nächsten Fachvortrag uns im Nachgang oder auch währenddessen über Slido Ihre Frage persönlich hier nach Stuttgart ins Studio schicken. In aller Regel haben wir dann immer noch so viel Zeit, um die dann auch hier wirklich live zu beantworten. Spannendes Thema jetzt, adaptive Maschinen, ein neues Maschinenzeitalter beginnt. Als Referent darf ich Markus Sandhöfner begrüßen. Er ist Geschäftsführer bei der B&R Industrie Elektronik GmbH. Ja, Konsumentenwünsche, die ändern sich mittlerweile rapide. Kleinere Losgrößen und kürzere Lebenszyklen stellen Maschinenbauer vor immer neue Herausforderungen. Wie sie diesen Herausforderungen gewachsen sind, das wird Ihnen jetzt Markus Sandhöfner in seinem Beitrag erläutern. Herzlich willkommen. Ich darf direkt an Sie übergeben. Ja, vielen, vielen Dank. Einen schönen guten Nachmittag auf der SPS Connect und herzlich willkommen zu meinem Vortrag über die adaptive Maschine, die Freiheitsgrade neu definiert. Mein Name ist Markus Sandhöfner. Ich bin verantwortlich für die gesamten Geschäfte von B&R in Deutschland. Sie kennen B&R. B&R ist in der Entwicklung von innovativen Automatisierungssystemen seit 40 Jahren bekannt. Und unser Grundverständnis Perfection in Automation für den Maschinenbau ist das Erkennen und Entwickeln von Trends und diese umzusetzen in innovativen Produkten. Und die adaptive Maschine, die ich Ihnen heute vorstellen werde, ist die Summe dieser gesammelten Erfahrungen und Kompetenzen über die letzten 4 Jahrzehnte. Und Sie sehen hier, es gibt eine neue Generation an Konsumenten. Und wenn die etwas einkaufen, dann hat das sofort Auswirkungen auf den Warenfluss. Über Webplattformen und einfache Schnittstellen zum E-Commerce gibt es große Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle der Produzenten und natürlich auch über die nachgefragten Maschinen und Anlagen auf die Maschinenbauer. Und wenn Sie jetzt schauen, Amazon und Alibaba, die wachsen stetig und die Entstehungskette von Produkten ändert sich durch den Markt rapide. Die Produkte werden ja heute nicht nur im Web bestellt, sondern Konfiguratoren im Web, die fördern die Variantenvielfalt und mit der Möglichkeit wird das Ganze auch entsprechend nachgefragt. Das heißt, die digitalen Geschäftsmodelle, die es jetzt gibt, die treffen auf eine schnelle, sich verändernde Welt und haben Auswirkungen. Und diese Auswirkungen sind Herausforderungen zunächst mal, denen sich der Produzent stellen muss. Die heutigen Herausforderungen sind, ich habe kleinere Losgrößen und gleichzeitig mehr Produktvarianten. Also muss ich es ermöglichen, kleine Losgrößen, hohe Produktvielzahl wirtschaftlich herstellen zu können. Es gibt Nachfrageschwankungen durch den E-Commerce. Die Nachfrage kann raketenartig durch die Decke gehen oder dann auch wieder in den Boden sinken. Und ich muss in der Lage sein, kurzfristig auf die Änderung der Nachfrage reagieren zu können. Dann gibt es Änderungen der Produkte, die sich an die geänderten Produktwünsche der Konsumenten rapide, schnell anpassen machen müssen. Und da muss ich natürlich auch die entsprechenden Anlagen dafür haben. Und die Konfiguratoren, wie schon erwähnt im Webshop, die hat Auswirkungen auf den direkten Produktionsprozess. Und so ist der Produzent muss in die Lage versetzt werden, um individuelle Konsumwünsche sehr schnell auch lösen und beliefern zu können. Und das Ganze hat Auswirkungen auf die Maschinen und Anlagen, die nachgefragt werden. Und wir sehen hier 4 Merkmale. Das erste ist, dass bedingt durch die hohe Variantenvielfalt ein Formatwechsel ohne Stillstandszeiten möglich werden muss. Dann brauche ich eine hohe Produktivität, um Markteinführungen zu verkürzen. Und habe immer kürzere Produktlebenszyklen, die Maschinen und Anlagen erfordern, die sich heute aufgestellt an morgen zu fertigende Produkte anpassen können. Und die individuellen Konsumwünsche erfordern, dass kleine Chargen auf diesen Anlagen wirtschaftlich produziert werden können. Und das ist die Geburt der adaptiven Maschine, die eine völlig neue Generation von Fertigungs- und Herstellungstechnologien von Maschinen beinhaltet. Und die wollen wir uns heute im Detail etwas genauer anschauen. Es gibt 4 wesentliche Eigenschaften, die die adaptive Maschine beinhalten. Das erste ist, Stillstandszeiten beim Produktwechsel zu minimieren über eine sofortige Formatumstellung.
Wir wollen schnelle Markteinführungszeiten möglich machen und auch eine Antwort auf kurzfristige Nachfrageschwankungen geben können durch maximal variierbare Produktivität und Produktionsanpassung an neue Produkte. Und diese Anpassung an neue Produkte soll am besten während des Betriebs möglich sein. Also brauche ich eine neue Art der Flexibilität, die die Anlage bieten muss. Und das ist durch eine kosteneffiziente Personalisierung die Möglichkeit, auch kleine Produktchargen mit sehr, sehr vielen Produktmöglichkeiten zu verbinden. Schauen wir uns das eben im Detail nochmal an, was die adaptive Maschine ausmacht. Und wir sehen hier, dass unterschiedliche Technologien, die B&R komplett integriert hat, durch diese Synergie aus den Produkten erst diese adaptive Maschine ermöglicht. Das Track-System ist das Rückgrat der adaptiven Maschine, weil es ermöglicht, dass jedes Produkt einzeln und unabhängig mit einer noch nie dagewesenen Freiheitsmöglichkeit sich durch die Anlage bewegt. Das Vision-System, voll integriert, ist das Auge der Maschine. Die integrierte Robotik erhöht die Flexibilität, vor allem in den Prozessstationen und auch im Produkthandling. Und der digitale Zwilling ermöglicht eine virtuelle Entwicklung der Maschine, die dann später erst, nachdem sie optimiert ist, wurde in der Simulation in die Realität umgesetzt werden kann. Und Embedded IoT ergibt eine Möglichkeit, Produktivität zu steigern und ist die Grundlage für die digitale Produktion und E-Commerce. Und dank der integrierten Architektur von all diesen Produkten, die B&R bietet, die optimal aufeinander abgestimmt sind, wird es auch sehr einfach, so eine adaptive Maschine zu realisieren. Schauen wir uns mal die unterschiedlichen Herausforderungen an und wie wir auf diese unterschiedlichen Herausforderungen durch Lösungen reagieren können. Es gibt eine hohe Variantenvielfalt, kleine Chargen, die müssen kosteneffizient gefertigt werden. Und da ist es entscheidend, dass der Formatwechsel sehr, sehr schnell passiert. Normalerweise wird die Maschine erstmal aufwendig mechanisch umgebaut, die ist dann temporär außer Betrieb. Aber genau das wollen wir vermeiden. Wir wollen den OEE hochhalten und genau das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wenn wir uns überlegen, sehen Sie hier auf dem Bild zwei Shuttles, die in der Lage sind, ein Produkt zu klemmen. Und dieses Produkt kann in Abhängigkeit von Produktform, Größe, Abmessung unterschiedlich aussehen und kann über Software eingestellt werden. Und damit wird der Wechsel von herkömmlichen Werkstückträgern vermieden und das spart Zeit und spart Kosten. Zweiter Punkt ist der, dass ich im Betrieb Shuttle wechseln kann. Das heißt, Shuttles kann ich bei voller Geschwindigkeit ein- und ausschleusen und das ermöglicht eine hohe Produktivität. Entweder schleuse ich die über den Shuttle, nehme sie dann die Shuttles über die Hochgeschwindigkeitsweiche aus, nehmen Sie dann manuell raus oder, wie hier gezeigt, auch automatisch über einen Roboter, sodass ich automatisiert Vorrichtungen wechseln kann. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft, der vollautomatische Formatwechsel. Wenn ich die maximale Produktivität anschaue, die unvorherbare Nachfrageschwankungen ausgleicht, dann sehe ich hier, dass wenn die normalerweise Stückzahlen wie bei Produkt C, beim grünen Produkt zurückgehen, dann geht normalerweise die Produktivität nach unten. Wenn ich Maschinen neu gestalten will, habe ich dann auch eine Zeit, die ich brauche, um die Maschine dann in Produktion zu bekommen. Und wir wollen Ihnen jetzt zeigen, wie wir diese Produktivität nach oben bringen, indem dass wir Maschinen schneller an den Markt zu bringen helfen. Wir sind in der Lage, mit unseren Technologien langsame Prozesse zu multiplizieren, entweder in Serie, wie hier links bei der Station B1, 2, 3, oder dann auch parallel durch die Hochgeschwindigkeitsweiche in die unterschiedlichen Arme verzweigen zu können. Und dadurch wird der Produktdurchsatz enorm gesteigert und Markteinführungszeiten durch einfache Ergänzung der Maschine verkürzt. Ein zusätzlicher Aspekt der Leistung ist die Qualität des Prozesses. Hier sehen wir einen Anti-Sloshing-Prozess, einen Algorithmus, der es ermöglicht, dass Flüssigkeiten oder Pulver nicht herausschwappen. Und das ermöglicht selbst bei hohen Geschwindigkeiten einen schonenden Transport von empfindlichen Produkten. Wenn wir die
notwendige Flexibilität anschauen, dann hilft die, künftige Produkte, die ihm heute noch nicht bekannt sind, zu produzieren. Wir brauchen nicht um vorhandene Maschinen aufwendig umrüsten. Das ist normalerweise mit sehr, sehr viel Geld, sehr viel Zeit übers Engineering und die nachfolgende Implementierung verbunden. Und es gibt auch immer das Risiko, schafft denn die Maschine das, was ich von ihr erwarte? Und um die Kosten zu vermeiden, gibt es die Möglichkeit, eine adaptive Maschine zu gestalten. Und hier ist die Lösung, die wir über die adaptive Maschine jetzt neu realisieren können. Sie sehen, es gibt ein modular aufgebautes Jack-System. Das ist der Baukasten für die vollständige Konstruktionsfreiheit. Das Track-Layout kann flexibel gestaltet werden und neue Prozessstationen, wie Sie hier sehen können, in eine vorhandene Maschine beliebig eingefügt werden. Und dadurch wird die Produktion skalierbar und anpassbar an neue Produktionsanforderungen. Und eine integrierte Simulationsmöglichkeit, wir fahren jetzt in der Simulation auf so einem Shuttle mit, ermöglichen es, dass das Engineering von Prototypenmaschinen sehr, sehr viel schneller passiert und bevor die Anlage tatsächlich in die Fertigung geht. Dadurch wird das Ergebnis, die Auswirkung vom Design auf die Leistung der Maschine optimal vorab bestimmbar. Neue Prozesse und Abläufe können optimiert werden und gleichzeitig das Risiko für Fehlinvestitionen minimiert werden. Wir wollen es ermöglichen, dass die Personalisierung kosteneffizient geschehen kann. Und dadurch wird es dann möglich, Konsumwünsche wirtschaftlich zu erfüllen. Und das ist genau der Punkt, weil normalerweise Massenproduktion war gestern, aber der Markt erfordert eine Losgröße 1. Und diese Losgröße 1 will ich Ihnen jetzt erklären, wie wir diese über die adaptive Maschine ermöglichen. Die Hochgeschwindigkeitsweiche, die Sie hier in Aktion sehen, ist der wesentliche und das Unterscheidungsmerkmal und auch das Wichtige, bringt den größten Nutzen, weil über die Hochgeschwindigkeitsweiche, die ich hier in Zeitlupe gezeigt habe, die führt jedes Produkt einzeln auf einem individuellen Weg durch die komplette Anlage. Und das macht es einfach, wirtschaftlich zu personalisieren und on-demand zu produzieren. Und ein kurzer Abschnitt an intelligentem Track. Hier sehen Sie ein Shuttle, was auf einem Standardband befördert wird. Und Sie sehen hier den Abschnitt, der intelligent gestaltet ist, Abfüllen von Säften. Und diese Kombination, ein hybrider Ansatz, traditionelles Band, gekoppelt mit der Flexibilität der Strecke, ermöglicht es bei geringen Kosten der herkömmlichen Bänder eine Massenherstellung von kundenspezifischen Produkten einfach zu ermöglichen. Fassen wir zusammen. Das integrierte Bildverarbeitungssystem ermöglicht ultimative Anfassungsfähigkeit, ist quasi das Auge der Anlage. Mit der Kamera kann ich frühzeitig Auswertungen über Produktivität, Produkt und Qualität tun. Die Informationen werden mit dem Track in Echtzeit ausgetauscht und dadurch ist es möglich, Prozessanpassungen im laufenden Betrieb umzusetzen. Bei Bedarf kann ich dadurch Produkte ausschleusen, überarbeiten oder auch Produktionsverluste dadurch minimieren oder ganz vermeiden. Und die Kamera ermöglicht auch eine 100%ige Rückverfolgbarkeit in Echtzeit und bei individueller Produktion eine volle 100% Produktkontrolle. Schauen wir die Robotik an. Und die integrierte Robotik, Machine-Centric Robotik, ermöglicht die Synchronisierung auf die Mikrosekunde genau. Und dadurch erreiche ich eine hohe Fertigungsflexibilität, eine hohe Produktivität und kann per Software die Anlage auf unterschiedliche Produkte umstellen. Und die unerreichte Präzision in der Synchronisation zwischen Roboter- und Maschinensteuerung ermöglicht erst diese Fähigkeit der Anlage. Und dieses perfekte Zusammenspiel bringt dann die Flexibilität, die benötigt wird, und die Kosteneffizienz. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie kann ich das Risiko neuer Investitionen verringern? Das ist durch die Möglichkeit, komplette Prozesse vorab zu simulieren. Der komplette Entwicklungsprozess der Maschine wird virtuell abgebildet. Es können sehr schnell Fehler anerkannt und behoben werden und das spart Zeit und Kosten.
Und wenn ich den digitalen Zwilling anschaue, dann hat er nochmal einen weiteren Nutzen, nämlich auch dann, wenn die Maschine schon fertiggestellt wird, dann habe ich nämlich die Möglichkeit, die Maschine weiterzuentwickeln und Updates dieses Maschinentyps auch in der Simulation testen zu können. Das verkürzt die Markteinführungszeit und verschafft den Maschinenbauern einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Die Digitalisierung erfordert eine neue Leistungsfähigkeit der adaptiven Maschine, auch im Embedded IoT-Bereich. Dadurch gelingt es, durch die tiefe Integration Aufwände zu reduzieren. Und auch das Lifecycle-Management ist in der Lage, die Maschine über die gesamte Lebenszeit zu begleiten. Die Anbindung von ERP-Systemen ermöglicht es, auf Bestellung auch on-demand und in Losgröße 1 zu produzieren. Und der Datenaustausch erfolgt selbstverständlich über eine sichere Schnittstelle. Und die stetige Leistungs- und Performance-Analyse, die ich durchführen kann mit der Embedded IoT, ermöglicht es, dass über die gesamte Lebenszeit der Maschine die Maschine in höchster Effizienz betrieben werden kann und die Änderungen in der Leistungsfähigkeit, die sich im Betrieb von der Maschine mit neuen Produkten oder geänderten Umgebungsbedingungen einstellen, kann ich sofort erkennen und Gegenmaßnahmen ergreifen. Und dadurch gelingt es, dass eine kosteneffiziente Personalisierung, eine Losgröße 1, sicher umgesetzt werden kann. Und IoT ermöglicht es auch, die einzelnen Ergebnisse, Informationen zu erfassen und abzuspeichern. Und wir von B&R stellen das auch in FDA-konformen Varianten zur Verfügung. Und hier möchte ich Ihnen ein Anwendungsbeispiel zeigen. Es handelt sich hier um einen Flaschenaufrichter von Ronchi Mario und der ist auf sehr häufige Formatwechsel konzipiert und der passt sich sehr einfach an unterschiedliche Produktformate und selbst voran. Und Sie sehen hier, wie das Produkt von der Kamera erfasst wird, wie es dann gegriffen wird und wie es dann, hier sehen Sie die Shuttles, von den Shuttlen dann in unterschiedlichen Abständen realisiert werden kann. Und hier haben Sie gesehen, wie ein anderes Produkt eingeschleust wird, umgestellt wird, ein neues Produkt reinkommt und Sie sehen hier die Umstellung von blauen Flaschen in Richtung weiße Flaschen, die etwas bauchiger sind. Und früher hat so eine Umstellung circa 1,5 Stunden gedauert. Heute ist diese Umstellung durch die Prinzipien der adaptiven Maschinen und die komplett integrierten und eingebetteten Technologien und aufeinander abgestimmten Technologien von B&R in weniger als 2 Minuten möglich. Also hier eine erhebliche Produktivitätssteigerung, die wir heutzutage möglich haben. Und ich möchte Sie jetzt mitnehmen auf eine Reise in die Zukunft, nämlich den nächsten Evolutionsschritt, den ich mit Ihnen zusammen gehen will. Die Rakete von B&R ist schon gestartet und wir befinden uns momentan in einer Entwicklung, die den abgebildeten Track so optimieren wird, dass ich in der Lage bin, Shuttles zu lösen von dem Track und dadurch Shuttles beliebig bewegen zu können im Raum. Dadurch komme ich in neue Dimensionen, ermögliche eine neue Art von Herstellungsmöglichkeiten und habe da einen Riesensprung an Produktivität, den ich dadurch umsetze. Es steht dadurch die Möglichkeit der Schwarmproduktion. Und diese Möglichkeit gibt uns auch die Chance, den Footprint, also die Aufstellungsfläche zu minimieren und Produktivität zu steigern. Und wie Sie hier sehen, wollen wir hierdurch ein neues Paradigma für die Fertigung in der Zukunft schaffen. Ich lade Sie ein, ein Teil zu sein bei der Produktvorstellung. Und ich freue mich, Sie sehen zu können am 21. Januar 2021 bei der Produktvorstellung. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, auch jetzt nicht physisch, aber ich freue mich, dass wir uns eventuell im nächsten Jahr bald mal wieder sehen. Und ich freue mich, Ihnen diese neue Entwicklung auf einen der nächsten Messen auch persönlich vorstellen zu können. Vielen Dank. Und damit starten wir die Q&A-Session und ich freue mich auf Ihre Fragen.
Ja, herzlichen Dank. Das sind doch großartige Neuigkeiten. Da freuen wir uns dann auch wirklich, dann, wie Sie schon gerade selber gesagt haben, im nächsten Jahr uns das Ganze dann vielleicht dann auch physisch anschauen zu dürfen. Wobei von 1,5 Stunden Umstellung auf 2 Minuten, das allein ist ja schon grandios, aber da scheint ja noch viel Luft nach oben zu sein. Hier geht es jetzt direkt weiter mit unserer Q&A. Sie haben die Möglichkeit, jetzt auch gerade in dem Moment noch Ihre Frage persönlich hier zu stellen. Eine Frage schon mal vorneweg. Welche Rolle spielt das Zusammenspiel aus Track, Kamera und Robotik? Das ist die entscheidende Fähigkeit einer adaptiven Maschine. Wenn ich nur einen Track habe, der für sich alleine steht, separate Software brauche, um den mit dem Roboter zu synchronisieren, um eine separate Software, eine CPU brauche, um auch die entsprechenden Kamerasignale verarbeiten zu können, dann fehlt die Synchronisation, fehlt das nahtlose Zusammenspiel und das nahtlose Zusammenspiel kostet Flexibilität und kostet Performance. Und genau das sind die wesentlichen Treiber der adaptiven Maschine für das nächste Niveau der Fertigung, die wir mit der adaptiven Maschine erreichen wollen. Und dann habe ich noch eine Frage hier. Wovon profitiert der Anlagenbetreiber von einer adaptiven Maschine? So ein bisschen haben Sie es ja schon erklärt, aber vielleicht können Sie es noch mal kurz zusammenfassen. Ja, also die Zusammenfassung ist, die adaptive Maschine ist in der Lage, kleine Losgrößen effizient herstellen zu können. Und die wesentliche Eigenschaft ist es, die Fertigungsprozesse, die ich einmal installiert habe, auch nutzen zu können für Produkte, die ich heute noch gar nicht kenne und die vielleicht erst in 2 Jahren entwickelt werden im Labor und die aber dann sehr, sehr schnell, sehr effizient und auch mit der Chance, Produktivität schnell nach oben erweitern zu können, skalieren zu können, den Markt, der sich durch E-Commerce bietet, auch über die mit den geeigneten Anlagen dann unterstützen zu können. Herzlichen Dank. Es kam noch eine Frage über Slido rein. Wir sind leider am Ende unserer Zeit, aber Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, hier die Frage von Dr. Roland Donnin, die hier gerade noch reinkam, im Nachgang gerne zu beantworten. Ihre Kontaktdaten sind natürlich auch auf unserer Plattform hinterlegt. Also alle Fragen, die jetzt noch über Slido kommen, werden wir dann direkt an Sie weiterleiten. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Wir freuen uns sehr auf das, was Sie uns nächstes Jahr präsentieren. Und Sie scheinen ja bestens für die Zukunft gewappnet zu sein. Herzlichen Dank, Markus Sandhöfner. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit und vielen Dank fürs Zuhören. Auf baldiges Wiedersehen. Auf baldiges Wiedersehen, dann nächstes Jahr in Nürnberg wieder auf der physischen Messe. Hier geht es weiter, ein Blick auf die Uhr in gut 7 Minuten. Dann heißt es hier traditionelle und Next Generation Automatisierungstechnologien, PC-Based Control on-premises bis in die Cloud. Das alles hier in knapp 7 Minuten. Ich freue mich auf Sie.